Turnau präsentiert vom 19. bis 25. Juli die Königsklasse des Modellflugsportes. Bei einem Pressegespräch wurden vorab schon einmal erste Details zu dieser Veranstaltung bekannt gegeben. Nach den Rotor Days gibt es in Turnau wieder ein neues Highlight. Welches? Ich freue mich, dass heuer erstmalig die Mountain Jet Days bei uns in Turnau stattfinden werden. Also es ist auch sportlich, touristisch in Turnau in diesem Sommer wieder sehr viel los. Das freut mich als Bürgermeister. Turnau hat ja, was den Flugsport betrifft, eine lange Tradition. Das hat auch einen Höhepunkt erfahren bei der Modellflug-Weltmeisterschaft im Jahr 2014. Dann hat es die Styrian Roger Days gegeben und jetzt eben die Mountain Jet Days. Ich glaube, das ist, was den Sport betrifft, toll. Das ist, was Turnau betrifft, natürlich eine wunderbare Veranstaltung. Und das wird auch zahlreiche Gäste zu uns in den Ort bringen. Aber es ist ein Trainingslager. Wie wird das ausschauen? Es ist grundsätzlich als eine Trainingswoche, als ein Trainingslager konzipiert, aber es ist auch Publikum sehr gewünscht und kann in den Tagen hierher kommen und die unterschiedlichen Jetmodelle bestaunen. Was wird die Besucher sonst noch so erwarten? Also es gibt diese Jetmodelle, die unterschiedlichen, und der Flugsportclub Turnau hat sich selbst auch etwas überlegt. Hier gibt es die Möglichkeit fürs Publikum, für Interessierte, auch mit dem Segelflieger die Landschaft und die Region von oben zu bestaunen. In Turnau gibt es ein Trainingslager, Modellflug, Modellsport. Wie schaut es da generell in Österreich aus? Ja, man muss das verfeinern noch in der Aussage. Es ist ein Jet-Modell-Trainingslager und da gibt es wirklich wenig, denn man braucht Flugplätze, die sagen, wir freuen uns, wenn die Jets kommen. Die sind ja nicht nur ganz leise, aber sehr beeindruckend dafür. Man braucht relativ viel Platz, man braucht auch ein Tal wie hier, wo man wirklich fliegen kann, denn die werden bis zur Geschwindigkeit bis 250 km/h auflegen sozusagen, und daher sind diese Trainingslager rar gesät und deswegen werden auch bis zu 50 Modelle hier sein. Wie schaut es mit dem Zugang der Jugend zu solchen Modellflugzeugen aus? Ich denke, das ist wie überall ein Hinentwickeln. Wir sprechen hier schon von einer Königsklasse, nicht nur von der Beherrschung eines Geräts, das diese Geschwindigkeit hat, sondern natürlich auch die baulichen Skills müssen sich entwickeln und auch das Budget des Erbauers muss sich hinentwickeln. Daher, wenn hier von Nachwuchs gesprochen wird, spricht man von Piloten meist 30 aufwärts. Jede Sparte, jeder ist ständig auf Nachwuchssuche. Darum ist dieser Bewerb hier auch so wertvoll. Mehr als beeindruckend die ersten Vorführungen dieser Flugmodelle, die ihren großen Vorbildern in nichts nachstehen. Neben Jetflugatmosphäre und der geballten Kraft der Modellstrahlturbinen konnten wir uns aber auch von den hohen technischen Anforderungen an die Piloten vorab schon einmal selbst überzeugen. Am Trainingslager werden an die 50 Jetpiloten und Modellbauer aus ganz Österreich sowie den angrenzenden Nachbarländern erwartet. Der Flugplatz bietet nicht nur beste Trainingsbedingungen vor einer wunderschönen Kulisse, auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Vor allem aber stehen den fluginteressierten Einsteigern die Piloten mit Informationen gern zur Seite. Jetfliegen, welche Herausforderung stellt so ein Modellflugzeug an einen Piloten? Hat viele Herausforderungen. Einerseits von der technischen Seite her, man hat Turbinentriebwerke, Einziehfahrwerke, die man managen muss und einmal richtig justieren muss, einstellen muss. Und natürlich von der fliegerischen Seite ist es sehr anspruchsvoll. Man hat doch relativ hohe Geschwindigkeiten im Vergleich zu anderen Flugmodellen. Man muss auf sehr viel Verzögerung gefasst sein von den Triebwerken, also so wie beim großen Jet ebenfalls. Wenn man da Gas reinschiebt, dauert das ein paar Sekunden, bis die Triebwerke hochfahren. Und das muss man gerade im Endanflug immer berücksichtigen, dass man eben nicht zu langsam reinkommt. Zu schnell ist auch schlecht. Das heißt, so dieses Abschätzen von so einem Jetmodell und das dann richtig zu betreiben und zu fliegen, das ist wirklich eine Herausforderung, macht aber umso mehr Spaß, wenn man das ganz gut in den Griff hat. Wie viel Zeit wendet man das so in der Woche auf? Ja, bei mir derzeit eher weniger, als was ich gern würde, aber zu den Hauptzeiten ist man da schon, kann man sagen, jede Woche am Flugplatz und ist am Tüfteln und am Feilen. Es gibt eine Jet-Trainingswoche hier in Turnau. Wie unterscheiden sich Flugzeuge, solche Jets, von herkömmlichen Flugzeugen im Punkto vom Fliegen?
Diese Flugzeuge unterscheiden sich dadurch, dass sie rein mit Turbinen getrieben werden, also dass sie Verbrennungsturbinen und auch Impeller, das heißt elektrisch, und fliegen eine höhere Geschwindigkeit und sind die meisten Modelle auch naturgetreu gebaut. Aber die Jets unterscheiden sich rein vom Antrieb her. Also nicht die herkömmlichen Kunstflugmaschinen wie Motor, die mit Propeller betrieben werden. Hier sind reine Turbinen eingebaut. Diese Verbrennungsturbinen kosten ja im Schnitt so um die 20.000. Also es gibt schon günstige, aber die naturgetreuen, getriebenen Jet mit Verbrennung muss man gute 20.000 Euro rechnen. Braucht sie eine spezielle Ausbildung, um so ein Flugzeug zu fliegen? Nein, also man braucht keine spezielle Ausbildung. Wichtig wäre natürlich, dass der Modellflugpilot schon vorher viele andere Modelle geflogen ist, viele Typen geflogen ist. Und natürlich, er muss sich auch gewöhnen an die Geschwindigkeit. Man muss vorstellen, diese Modelle fliegen alle über 100 Stundenkilometer. Und das ist natürlich dann schon ein Können im Modellflugsport. Als Bundessektionsleiter für Modellflug, welche Aufgaben hat man da? Meine Aufgaben sind mit Masse dahingehend, dass ich 9 Landessektionsleiterkollegen habe, mit denen ich kooperativ zusammenzuarbeiten habe und mit denen zusammen die knapp 13.000 Mitglieder in Österreich über die Vereine betreue. Welchen Stellenwert hat Modellflug in Österreich? Der Modellflug ist für mich zumindest eines der schönsten Freizeithobbys. Man ist eigentlich bis aufs Bauen immer an der frischen Luft und man hat die Möglichkeit, vom kleinsten Jugendalter an bis ins höchste Alter Modell zu fliegen. Und Clubs gibt es in Österreich genug? Wir haben so an die 275, 76 Clubs zurzeit. Wie schaut es mit dem Nachwuchs aus? Momentan wieder ja. Corona hat es da wiederum positiv mit sich gebracht, dass wiederum zu Hause mehr gebastelt wurde, mehr im Bastelraum Zeit verbracht wurde und die Ergebnisse kommen jetzt raus auf die Pisten. Mit der Unterstützung des österreichischen Aeroclubs, den Betreibern des Alpenflugplatzes sowie der Gemeinde Thurnau wird diese Veranstaltung sicher für viel Begeisterung bei Jung und allen Junggebliebenen hervorrufen. Also vormerken, 19. bis 25. Juli, Alpenflugplatz Lanzen in Thurnau.